Hast du gewusst, dass Profigolfer ihren Drive auf mehrere Arten schlagen? Darüber möchte ich dir jetzt mehr erzählen. Also bleib dran, wir starten jetzt. Bevor wir jetzt starten, möchte ich dich darauf hinweisen, dass die Termine für meine Spezialkurse Driver Grundlagen und Long Driving auf meiner Homepage online sind. Hier unten in der Beschreibung findest du einen Link dazu. Vor kurzem habe ich mit einem meiner Playing Professionals, die ich coache, nach seiner Runde bei einem Profiturnier telefoniert und er hat mir etwas von seiner Runde erzählt. Und da ist mir aufgefallen, dass er davon sprach, dass es an verschiedenen Löchern verschiedene Arten gab, wie er den Driver geschlagen hat. Und das fand ich sehr interessant, weil das ist etwas, was ich denke, den meisten Hobbygolfern gar nicht bewusst ist, dass es mehrere Arten gibt, einen Driver zu schlagen. Und über das Ganze möchte ich mich jetzt hier in diesem Video mit dir unterhalten. Ich unterscheide drei verschiedene Drive-Arten. Der erste Driverschwung ist der sogenannte Power Swing, also der Power Drive. Und der wird verwendet, wenn man ein eher breites Fairway hat, eine lange Spielbahn bzw. ein Par 5, das man eventuell mit zwei Schlägen erreichen kann für die besseren Golfer. Und zwar hier passiert Folgendes. Der Profigolfer versucht jetzt noch so quasi 10, 15, 20 Meter rauszukitzeln. Als erstes tiet er den Ball etwas höher auf als normal. Ich habe jetzt zum Beispiel den Ball so aufgetiet, dass ja, fast der ganze Ball über die Schlagfläche ragt. Also wirklich wesentlich höher als sonst. Der Stand ist ein wenig breiter als normal. Und was diese Jungs versuchen, ist, dass sie auch den Boden gut spüren hier. Die Muskelanspannung ist nicht locker. Nein, sie ist eher ein bisschen ja, auf Zug. Ich sage jetzt nicht verkrampft, aber man ist etwas auf Zug. Der Griffdruck ist auch nicht zu leicht. Man hat schon das Gefühl, man möchte etwas härter auf den Ball schlagen. Und die absolute Grundidee hier ist es, dass man den Ball in der Aufwärtsbewegung schlägt, von unten nach oben, aber dabei auch versucht, den Loft zu reduzieren. Das heißt, ich versuche nicht den Ball deswegen hochzuschlagen, weil ich mit den Handgelenken hier so reinarbeite, so hinein, Dorsalschaufle oder Löffle, sondern ich versuche, den Schlägerkopf von unten nach oben zu bewegen und wirklich den Loft zu reduzieren und versuche, den Ball quasi mit zu wenig Spin, mit so wenig Backspin wie möglich wegzuschlagen und so hoch wegzuschlagen, wie es nur geht. Über das Thema Backspin mit Driver und Spinloft und wie man länger rauskommen kann mit Driver, habe ich auch in einem Video gedreht. Das kannst du hier oben noch einmal anschauen. Da habe ich das besser erklärt oder noch genauer erklärt wie hier. Aber nur, dass du verstehst, wenn Pros die Chance haben, den Ball länger zu schlagen, dann nützen sie das in der Regel. Wenn sie auf einem Golfplatz sind, der sehr breit ist und allgemein sehr viele Löcher hat, wo man eben so treiben kann, eine sogenannte Bretterwiese, wie man so liebevoll sagt, ja, dann könnte man sich auch überlegen, ob man nicht etwas mit dem Loft, mit dem Driver ein bisschen runter geht. Ich habe jetzt zum Beispiel jetzt hier 9,5 Grad und wenn ich sage, okay, ich möchte es ein bisschen härter schwingen und ein bisschen mehr aufwärts und ein bisschen mehr Länge bekommen, dann könnte es vielleicht sein, dass ich auf 8,5 Grad gehe. Das könnte vielleicht für dich bedeuten, dass wenn du einen 12 Grad Driver spielst oder 12,5 Grad Driver spielst, dass du dann vielleicht auf 11,5 Grad gehst. Ist es wichtig, lang zu sein vom Tee? Ja, ist es. Glaube ich schon. Also ich glaube, 20 Meter mehr Länge kann jedem wahnsinnig helfen, besser Golf zu spielen. Aber natürlich möchte ich dabei keinen Strafschlag kassieren. Deswegen kann ich diesen Schlag nicht immer einsetzen, weil er wird auch ein bisschen mehr streuen als ein normaler Schlag. Der zweite Weg, einen Driver zu schlagen, ist das sogenannte Stock Swing oder der normale Standardschwung. Das ist der Schwung, den du wahrscheinlich die meiste Zeit auf der Driving Range trainierst. Das ist der Drive, wo du vielleicht nicht gar so hoch auftiest, ein bisschen weniger hoch. Ich habe in dem Fall hier den Ball so aufgetiet, dass nur ein klein wenig vom Ball hier über der Schlagfläche ragt. Ja, und das ist der doch zügige Golfschwung, aber nicht unkontrollierte Golfschwung, den du machst. Also ein Schwung, den du die meiste Zeit anwenden wirst, vor allem auf Spielbahnen, die so mittelbreit sind. Ich sage so, die so ungefähr 60 bis 65 Meter breit sind. Ich rede jetzt nicht von Fairway Breite, sondern von zum Beispiel von einer Outgrenze zu einer Wassergrenze oder von einem Hohenraff
in den Wald, wenn man so 60, 65 Meter Platz hat, dann kann man so einen Standardschwung verwenden. Das ist, da geht man schon ein bisschen auf Power, aber nicht übertriebene Power. Die Idee von diesem Schlag ist es, dass man jetzt nicht super stark aufwärts schlagt, sondern dass man etwas gemäßigter zum Ball kommt mit einem neutralen Eintreffwinkel. Ich sehe ganz gerne so Eintreffwinkel um die 0 Grad, 1 Grad aufwärts, vielleicht 1 Grad abwärts, so in die Richtung, aber nicht zu extreme Sachen. Und durch den nicht gar zu aggressiven Loft, ja, ich kann dann hier wieder meinen 12 Grad Treiber nehmen, in meinem Fall 9,5 Grad, durch den normalen Loft bekommt der Ball auch ein bisschen mehr Backspin. Und mehr Backspin bedeutet zwar weniger Länge, aber es heißt auch ein bisschen mehr Stabilität in der Richtung in der Regel. Und das ist ein Schlag, den man immer wieder anwendet, wenn man, wie gesagt, nichts Besonderes machen muss und sich einigermaßen in Ordnung fühlt. Die dritte Art, einen Treiber zu schlagen, ist der sogenannte Fairway Finder. Also der Ball, der das Fairway findet. Und das ist ganz interessant, das verwenden Golfprofis immer wieder, wenn sie solche Spielbahnen haben, die ja so etwas enger sind oder an Tagen, wo sie sich nicht so gut fühlen oder auch an Tagen, wo sehr viel Wind ist. Und beim Fairway Finder gibt es mehrere Arten. Im Prinzip findet jeder Golfer einen Weg, wie er auch an einem schlechten Tag den Ball irgendwie ja, raustransportieren kann aus Fairway. Und sehr, sehr viele von diesen Profigolfern haben eine Strategie, dass sie versuchen, einen Fade zu schlagen. Das heißt, einen Ball, der von links nach rechts fliegt. Sie versuchen dann entweder ein bisschen mehr von außen auf den Ball zu kommen, mit der Betonung auf ein bisschen. Und sie versuchen den Ball, wie gesagt, etwas links starten zu lassen und nach rechts zu kurven. Warum wollen sie bewusst einen kleinen Slice schlagen? Das wollen sie deswegen, weil der Ball bekommt dann eine Spinachse nach rechts, das heißt, der Ball trallt nach rechts und ich weiß zumindest, dass der Ball nicht in zwei Richtungen fliegen kann. Das heißt, er kann entweder nach rechts kurven oder relativ gerade bleiben, aber kann nicht auch noch nach links wegkurven. Und das ist halt sehr angenehm für den Kopf, wenn man weiß, okay, es kann nur in diese Richtung gehen. Da kann man vielleicht mal zu viel slicen oder zu viel fäden oder zu wenig, aber man hat einen Korridor, wo man weiß, okay, normalerweise spielt sich das in diesem ab. Und bei so einem Fade ist es auch sehr typisch, dass der Ball ein wenig kürzer fliegt. Und das nehmen diese Profigolfer auch in Kauf. Das Weitere, was sie tun, ist, dass sie auch den Ball häufig ein klein wenig tiefer auftehen. Vielleicht nur so tief, dass der Ball sogar nur mit der Kante hier oben abschließt. Denn die Idee ist es hier, dass sie ein ähnliches Gefühl verwenden wie mit dem Eisenschlag. Das heißt, sie werden den Ball ein bisschen, vielleicht nicht gar so weit von links spielen, sondern ein bisschen mehr von rechts, also immer noch links natürlich, aber nicht so weit links. Sie werden ein bisschen mehr Gewicht vielleicht am linken Fuß geben und sie haben dann die Idee, dass sie vielleicht auch ein bisschen steiler auf den Ball kommen und ein bisschen von außen. Aber das ist ein sehr, sehr beliebter Weg für Profigolfer, einen Fairway Splitter zu schlagen, also eine flache Links-Rechts-Kurve. Flach auch deswegen, weil wenn der Ball flach fliegt und er würde abdriften, dann ist er zumindest nahe dem Boden. Das heißt, er hat nicht so viel Spielraum quasi, um zu streuen. Das heißt, deswegen wird auch gerne bei starkem Wind, wo man nicht wirklich abschätzen kann, wie die Windrichtung ist, wird dann wirklich auch sehr gerne dieser flache Fade geschlagen, dass man eben, ja, auch wenn er mal ein bisschen abreißt, noch den Ball findet. Das ist natürlich nicht die einzige Art, wie man so einen Fairway Finder schlagen kann. Man könnte das Ganze natürlich auch als einen Hook spielen, also genau andersrum. Es gibt auch Spieler, die ganz gerne das genau andersrum haben, dass sie eben den Ball von rechts nach links mit einer großen Kurve schlagen. Aber meine Erfahrung, wie gesagt, mit den Profigolfern, die ich coache, ist, dass sie eher die andere Kurve bevorzugen. Aber wie gesagt, das ist auch eine Möglichkeit. Eine weitere Art, einen Fairway Finder oder Fairway Finder zu schlagen ist, dass man einfach sich trotzdem relativ neutral hinstellt und versucht, einen etwas kürzeren Aufschwung zu machen. Das heißt, vielleicht nur so wie bei einem Gefühl, wie wenn man einen Pitch macht, nur circa vom Gefühl bis daher und versucht wirklich sehr kontrolliert hier rauszuschwingen. Das heißt, man nimmt ein paar Miles per Hour Schlägerkopfgeschwindigkeit weg, die opfert die quasi und schaut dafür, dass man etwas mehr Struktur und etwas mehr Kontrolle hat über den Schlag selber. Wie gesagt, es gibt da mehrere Arten, so einen Fairway Finder zu schlagen.
Der ist meistens, wie gesagt, kürzer, ähnelt mehr einem Eisenschlag. Aber ich finde es wichtig, dass man auch als Hobbygolfer nicht nur immer mit einer Art und Weise auf dem Tee steht und schlagt, sondern dass man vielleicht sich ein wenig dabei denkt, was man jetzt macht, ob man jetzt voll draufhauen will oder ob man jetzt eher kontrolliert schlagen will und dort auch dementsprechend auch die Teehöhe, die Standbreite, je flacher der Ball fliegt, werde ich natürlich auch enger stehen, die Gewichtsverteilung, all diese Sachen ein bisschen regeln, damit man eben ja, häufiger das Fairway findet. Wenn du jetzt sagst, du möchtest den Treiber einfach nur gerade und weit hauen, dann habe ich hier oben eine Playliste für dich von einigen Treibervideos von mir, wo du sicher ein paar spannende Tipps abholen kannst. Und ich hoffe, wir sehen uns dann gleich drüben auf der anderen Seite. Tschüss!